jetzt die ganze Stadt abgesucht und habe die ganze Zeit noch jetzt die ganze Stadt abgesucht und habe die ganze Zeit noch Collectibles und irgendwelchen Käse eingesammelt, aber nichts von Substanz und habe auch nur gegen ein paar Krebsmenschen und Polizisten gekämpft, aber nichts, was wir in irgendeiner Form was wichtig gewesen ist. Ich habe nichts verpasst. Ich habe alles halt nur nochmal, bin alles nochmal ordentlich durchgegangen und habe geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe. Wir haben jetzt ja auch 17 neue Kostüme, also. Wir können jetzt uns ja auch gestalten, jetzt wieder ein bisschen wie wir wollen. Ja. Na, also mehr haben wir eigentlich nicht bekommen. Hab quasi nichts verpasst. Na, ich habe ein bisschen Zeug verkauft. Wir haben jetzt ziemlich viel Geld. Na, wo zeigt sich das an? Inventar? 300, über $300. Ja, und ich habe noch diesen T-Mobile-Vertrag gekauft. Dann haben wir das. Ich würde sagen, dann machen wir weiter in der Stadt. Ach ja, und ich habe die eine Quest abgeschlossen. Jetzt sammle diese komischen Bilder ein. Also nicht diese. Hier, diese Yogi-Dinger. Da fehlen mir noch ein paar. Aber das andere habe ich erstmal abgeschlossen. Was? Keine Mädchen erlaubt. Ach, Da ist Karten. ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Maul. Hallo, ich bin's, der Kunstor. Ich habe neue superstarke Ware für dich. Nichts, was ich gebrauchen. Doch, aber. Der Kunstor, danke für deinen Einkauf. 18, Alter. Transaktion abgeschlossen. Du kommst wieder. Ich habe nichts gekauft, was mir irgendwie weiterhilft. Na ja, gut. Kuhn-Freunde, dies sind düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pals ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pals sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pals haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pals wissen. Und warum sollten die Freedom Pals uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunderarsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag den... Ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Bring Wunderarsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Okay. Willst du eine andere Geschichte ausprobieren? Achso, andere Klasse? Nee. In meiner Klasse bin ich sehr zufrieden. So, weiter geht's. Triff dich mit Butters. Bereit mit mir die Freedom Pearls zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch meine... Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Nein. Nein. Nicht das Richtige. Was ist das? Nein.
Nein? Oh, na also. Mein Lakai, na, bereit ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pals. Bartas! Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey Dad, ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Mein Homie! Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Geil. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Hausarrest Blues. Ah, du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Ich hab den Hausarrest Blues. Ich glaube, ich geb mir den Schuss. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Wenn du, mein neuer Homie, es nicht tust. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Hausarrest Blues. Butters, ernsthaft, halt die Fresse. Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Bringt nichts. Wenn ich Hausarrest habe, gibt es kein Entkommen. Was muss ich jetzt mit den Lakaien machen? Ich muss bestimmt Crafting betreiben, oder? Lakai hergestellt. Wunderbar. Was sollte das? Was sollen wir jetzt tun? Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Was machst du da? Oh nein, 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 musst du nein. Vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Na gut, aber pass auf ihn auf. Oh Gott. Bitte nicht, nein. Oh Gott. Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Oh, es ist so widerlich. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Hurrah! Butter's dead. Du hast Hausarrest. Mal was. Oh, puh. Was soll das werden, Kind? Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Alter. Ziemlich schockierend, was? Butters, du vergeudest Strom. Ja. Niemand soll sein eigenes. Ich könnte schwören, ich wollte. Los, Wunderarsch!
Zack. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Na, verflixt. Butters, benimm dich endlich, oder ich schick dich zu deiner Oma. Oh, bitte nicht. Das sollte dir Manieren einbläuen. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh, Mann. Ah. Scheiße. Was soll das werden, Kind? Das Böse fürchtet die Kite-Laser! Ich mach das! Zack. Der neue ist hausarrestresistent. Das ist wie ein Wunder, Leute! Verdammt! Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Euch gebe ich Hausarrest, euch allen! Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Und Leute, ich habe gar keine Ulti. Geil! Was soll das werden, Kind? Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kite! Und in. Ich bin Feuer und Flamme! Bringt ein bisschen mehr. Du wirst mir dankbar sein. Oh Mann! Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Und aufgehoben. Hausarrest. Jawohl. Moskito ist wieder am Start. Was soll das werden, Kind? Ich nehme meine Blutprobe. Ja. Das wird dir viel bringen, wenn du Hausarrest hast. Und der Kite Laser. Du hast Hausarrest. Das nenne ich Disziplin. Alter, wie viel? Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Du spielst mit Feuer, dafür gibt's Hausarrest. Butters, du machst danach den Teppich sauber. Okay, Dad. Alter, was für ein Vater. Ich hab, glaube ich, nie Hausarrest gehabt. Moskito ist wieder im Leben. Was soll das werden, Kind? Moskito auf Blutjagd! Mückenstich! Zack, zack, zack. Hausarrest. Denk mal über dein Benehmen nach. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest. Ey. Nein, sowas würden wir nie tun. Oh, endlich nimmt er mal Schaden. Butters, das ist deine Schuld. Tut mir leid, Dad. Zack. Und die Ulti vom Moskito. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Oh, du kleiner Bastard. Du hast Hausarrest. Oh, nein.
Scheiße, es blockiert, bringt mir nichts. Was hast du mit denen gemacht, Wunderarsch? Das werden deine Eltern erfahren. Ansteckungszeit. Sollen sie es halt. Sehr befriedigt. Bam, wow, das war ein geiler Kampf, Leute. Schläge muss es geben. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Das ist ein Scheiß. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Puh, wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Jetzt habe ich Butters als Begleitung. Ja, klasse. Kann ich von behilflich sein? Läuft gut, Wunderarsch. Bis denn. Ehrlich. Geschafft! Hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. War das nicht das Drogending, was mir ausgenommen haben? Oh Mann. Komm hier lang! Ah, da ist also ihre Geheimtür. Ha, sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hacke alles. Du, ich hack's mit meinem Arsch. Hier, kleiner Lokal. Oh. Scheiße, sieh dir das an! Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhn-Basis ein Dreck. Oh nein. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey, hey Mysterion. Wonder wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke! Nun mal langsam. Hören wir, was Sie zu sagen haben. Oh Gott, wer ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Ja, wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und, wir dachten an den Wechsel bei Kuhn & Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn & Friends aus und da ich Kuhn & Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Lol. Vertraue ihr nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Ist tschüss, übrigens, Kenny. Wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Brauch keine Unterstützung, schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tuppi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Tuppi. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Hey, Wunderarsch! Wir haben den Beratungstermin mit Mr. Mackey. Triff uns in der Schule, sobald du kannst. Ich bin so nervös. Ich bin die Quest 2 auch nach Freedom Pals. Sei gegrüßt, Kuhn Freedom Pal! Nicht so schnell, zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Hm? Vorsicht mit dem Teil! Du willst zurück? Vergiss es! Der Doc arbeitet an etwas, das uns alle retten wird! Sieht einfach aus wie ein fettes Stück. Sack, was sie sich umgebinden. Bäh. Satzbau umgebunden haben. Himmel, Arsch und Zwirn.
Rocket Gas, das ist einfach nur Wasser. Wow, das muss mindestens 100... Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Zeig uns erstmal, was du kannst, Neuer. Pulliga. Kannst du das fassen? Mit den Freedom Pals ist nicht zu spaßen! Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem bei uns eingebrochen wurde. Oh. Waren das nicht wir? Oh Mann, ey. Ja, die haben halt Token, Mann. Die haben einen reichen Bastard. Ja, da ist das scheißegal. Könnte sich auch so ein übelst geiles Ding leisten, im Gegensatz zu. Hallo, Karte. Ich könnte gerade wirklich einen Helden brauchen. Durch mein Nachhilfegeschäft ist ein Konkurrent auf mich aufmerksam geworden. Ich höre dich, Schlampe. Hol dir deine Tracht Prügel ab. Das ist mein Block. Könntest du kurz vorbeikommen und mir helfen? Danke, Daddy. Oh Gott, hat die mich gerade Daddy genannt? Da kommt von der Arsch! Hier rüber! Na gut, wir machen erstmal die Mission. Das ist eine sehr wichtige Mission. Bist du bereit dafür? Hey, wird's weit! Los geht's, Freedom Pals! Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier! Oh toll! Alle mal herhören! Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Ständchen zu bringen! Was? Wer ist da? Token kann natürlich... Ich fliege dann auf der Triangel, die Triangel macht! Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Ihr seid scheiße! Tut uns leid, das Kind da ist neu. Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht... Oh. Das die ist Mandoline so. Spiele ich auch und bei der klingt das... Wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach... Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Runter von der Bühne! Das ist so schlecht. Die Mandoline spiele ich auch und bei der klingt das. Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht. Wenn ich einmal traurig bin, dann macht es einfach. Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Hä? Nein! Nein! Ich muss jetzt nicht gegen die Rentner kämpfen! Das sind alte Leute! Oh nein! Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pearls! Oh fuck! Ich bin wieder da! Wieder! Oh, Scheiße, was macht er denn jetzt? Gute Nachricht, ich habe einen Schild. Okay, ciao. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Bringt das irgendwas? Ja, nee, wirklich. Moment, oder? Windsturm zieht auf! Bam. Oh, das sieht cool aus. Den Defibrillator! Oh, wehe, du ruinierst meine Bingo-Hand! Ja! Oh! Disgusting!
Boah, hey, lasst ihn in Ruhe! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Oh, ist das eklig. Es ist schon... Jetzt bin ich dran! Jetzt ist Tupperdosenmann. Schafft das irgendwas? Es. Oh, er kotzt in den eigenen Mann. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Oh, Scheibenkleister, noch mehr Großeltern! Dir blitz ich einen! Mhm. Ja. Mir ging's auch schon besser. Und freut euch gar nicht, nur in Ruhe. Hey, wie wär's mit ein bisschen Respekt vor dem Alter? Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Oh. Aggressor neutralisiert. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Das klingt recht uneinständig. Mal gucken, was Captain Chaos Ulti überhaupt ist. Oh ja. Nice. Das ist nicht gut für die Pumpe. Das ist eine coole Attacke. Ziel erfasst. Okay, das war danke. Dumm. Aber gut, er hat mehr. Oh, da kannst du dich echt in deine eigene. Oh, was? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Oh Gott! Oh. Feind am Boden! Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Ja! Ich hab genau das Richtige. Schön mal wieder hier. Danke sehr. Das muss wehgetan haben. Hm. Alter, wie viele Rentner kommen denn? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Ah, nicht so. Oh ja, Senioren-Power. Macht euch auf Schmerz gefasst! Das ist schon echt eklig. Chaos! Verschieht ihr recht, du Arsch! Gib schon auf! Ja, das ist gut, das nehme ich dir. Nimm lieber einen Burrito zu dir. Ein Sturm zieht auf!
Kann ich mich selbst sein? Nein, natürlich nicht. Bleib cool! Die kriegt auf jeden Fall erstmal Frost. Ah! Oh, ich hab mir sicher gerade den Tod geholt. So, gibt's noch ein Bild Prügel. Meine Tabletten. Das Gute ist, die können jetzt ja jetzt erstmal nichts machen. Ja, die fallen um. Jetzt gibt's maximales Chaos! Komm schon, stirb, Rentner. Ja! Alter, wie viel? Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Oh. Ah! Lauf zu euren Sturmbunkern! Ah! Wassermarsch! So, da sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Retreat ist safe. Heilung. Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! Das sagt ja ein Rentner. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Gut, die Rentner können sich zum Glück nicht viel bewegen. Nicht viel Movement Speed. Ein Sturm zieht auf! Puh, wir haben's geschafft, Leute! Raus da. Der mich reicht noch. Das sind nervig. Mysterion. Doc, hier Mysterion. Mission trotz Problemen erfolgreich. Gute Arbeit, Leute. Ich gratuliere dir. Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals. Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier. Die Polizei kassiert Schmiergeld von South Parks neuem Unterweltkönig. Okay. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Okay. Dann haben wir das erstmal geschafft. Ich wünsche euch...